So, Aufnahme ist wieder drin. Achso. Ja, ich wollte nämlich auch gleich beim Speichern die Aufnahme. Warte mal. Kristall, Kristall. Ganz am Ende. Das Ach so, kristallförmige. ja. Bataillon Battalion Z. einsetzen. Reiskorn. Da können wir So, Normium Z Reis. auch direkt neu vergeben, ha? Ja, eigentlich stimmt, ja. Mal gucken, an wen. Einsetzen. Mauzi. Mauzi hat eine gute Attacke dafür. Oh, hilf, ich bin schon müde. Langer Tag. Letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen und dann. Ah, es ist auch schon wieder gleich 6:30. Krass. Boah. So, Gletscherhügel, aber Moment, sollte ich nicht eigentlich die ganzen Trainer da besiegen? Gucken, ob Tracy trotzdem Bock hat. Ja. Die machst du. Hallo, mein Name ist Tracy. Die ist eindeutig minderjährig, aber davon gibt es schon sehr viel Amüsement. Ich bin der Captain des Gletscherhügels. Du siehst mir nach einem fähigen Trainer aus. Wärst du so gut, mir bei einer Sache zu helfen? Sicher doch. Nein, sicher doch. Fein, fein, dann folge mir bitte. Deine Hose umnähen, weil die zu weit ist. Wir sollten Tracy fragen, sonst wird das mit der Frühfang nichts. Ach, guck mal da oben, da könnte man noch bei Zelda locker die Wand aufspringen. Ja. Na, hier haben wir was. Netzball. Jawohl. Und hier gibt's eine Angler einen provozieren? Kampf. Angler provozieren. Guck mal, seine Füße schweben über den Wellen. Hier bringe ich schon noch bei, wie man richtig angelt. Ja, mach mal. Ja, bitte ich doch drum. Ja, gerne. Also, vielleicht kriegen wir von dem eine Angel. Angler Lono. Weißt du noch, wo Angler nur mit A begonnen haben? Angler A Aloysius, Angler Ist mir nie aufgefallen. Adolf. Doch, also ich glaube, in der zweiten Generation, wo die Namen bekommen haben, haben alle Angler irgendwie mit A was. Krass. Also da hatten alle ein A als Anfangsbuchstaben. So, bis morgen. Warum steht da Z-Kraft? Oder kann man den mehrfach vergeben? Nee, der hat Normium hast du noch nicht neu vergeben. Nur Habe ich Battalion. nicht? Aber hatte ich doch gerade an Mauzi, oder Nein. nicht? Nicht, dass ich wüsste, oder? Also ich hatte doch. Doch. Ich möchte meinen. Ich kann ja mal tauschen auf Mauzi und das probieren. Bin ich jetzt wahnsinnig? Ich möchte meinen, ich hab. Gucken wir Aber was mal. passiert denn dann mit dem Z-Kristall, wenn Da man den steht's auf Normium Tatsache? Z. Aber warum kann Mizunda dann? Und auch Normium Z? Ist ja ein Ding. Man kann das so viel vergeben, wie man will? Echt? Kranke Scheiße. Dann müsste ich mal ein neues Item auf Mizunda richten, damit das wieder in Ordnung Das ist ist. ja komisch. Sonst haben alle meine Pokémon irgendwann Normium Z drauf. Das wäre nicht schön. Normium. Oh, mal Moment. gucken, was daraus wird. Gucken. Kratzfurie? Oh nein, habe ich etwa Hypersprintangriff? Beides Hypersprintangriff. Guck mal die Aber Stärke. 100. Das ist normal. Dann war das ein anderes, wo. Ah nee, dann war das ein anderes Pokémon, das da übelst die Attacke hatte. Oder habe ich einfach Kratzfurie drüber geschrieben und ich weiß nicht, irgendein Pokémon von mir hat eine Normalattacke gehabt, die 80 angerichtet hat und die Z-Attacke hat dann 160 gemacht. Hypersprintangriff. Bei dem sieht es zumindest das erste Mal logisch aus. Wusch. Hornattacke. Horny-Attack. Na, vielleicht hat es ein Item, aber ich glaube eher nicht. Sterben. Hauptsache das, ja. Jawohl. Yes. Pflegen brauche ich es nicht. Es mag mich auch so. Ja. Mark ist ja sowieso ein Okay. recht zutrauliches Wesen. Irgendwann beißt dein Pokémon schon an. Das gleiche gilt für Pokémon-Kämpfe. Jojo. Aber irgendwie noch keine Angel bekommen. Hier ist nix. Nee. Vielleicht gibt's dafür ja einen Landtouren bei Pokémobil. Dann schauen wir mal, wo ist denn Tracy? Item. Ja, ich Wer denke mal begegnet hinter uns denn den. hier? Doch, Paras. Der hat ja Pickel auf dem Stirn.
Pubertierendes Paar ist zwischen Level 12 und 17. Richtig. Ja, Wegfeuerzahn, easy. Ach so, na. Vielleicht für die Sammlung. Warum Step und na. Effektivität? Lol. Liebe. Liebe. Liebe hilft auch ganz gut gegen andere. Ich glaube, dieses Lied. Liebe ist alles. Alles, was wir brauchen. Lass den Skill mal weg. Jawohl. Elixier. Elixier. Schön, schön. Okay. Nichts in der Richtung. Gut, dann. Oh, da ist die Kleine wieder. Schau mal darüber. Siehst du das? Nein. Ein rotes Garados. Jawohl. Den Wasserwirbel dort, meine ich. Ich vermute mal, dass er von einem unheimlich starken Pokémon erzeugt wird. Und hier kommst du ins Spiel. Sei doch so gut und geh dem Wirbel bitte auf den Grund, ja? Schwimm runter. Natürlich solltest du nicht dorthin, schwimmen. Stattdessen habe ich das perfekte Geschenk für dich, das auch deine Inselwanderschaft zum reinsten Badevergnügen machen sollte. Yeah, Lapras! Nimmst du auf dem Rücken von Lapras Platz, kannst du dich übers Wasser fortbewegen. So gelangst du auch zu dem Wasserwirbel und kannst der Sache für mich auf den Grund gehen. So, welches Pokémon packen wir dafür denn nach vorne? Wir müssen ja Pokémon vorne ins Team setzen, um den Kampf zu starten. Ach so. Katsunda wäre da nicht so geil. Nee. Turkan. Warum? Ja, auch immer. So als Vorbote. Ja. Oder Reiskorn? Ja, stimmt, dann können wir direkt mit einem Bataillium loslegen. Ja. Würde ich gut finden. Ja, gut, dann speichern und ab. Auf jeden. Kling. So. Nach alter Tradition. Und Aufnahme ist wieder an. Ich halte mich dann für die Dauer der Prüfung zurück. Okay. Wusch. Was? Nice. Der Angler ist uns egal erstmal. Ja, machst du gleich. Ja. Bling. Oh. Ich muss da wahrscheinlich drum rum dann. Aber erstmal. Oh, das waren bestimmt Loserdin. Ja. Kennst du schon den Loserdin-Lockruf? Loser! Loser! Ach guck mal, jetzt haben wir sogar nur noch eine Badehose an, wenn wir auf Lapras unterwegs sind. Krass. Sexismus. Oh, es ist ganz weg. Ich wollte es doch vielleicht fangen. Weil es cool. Und so. Jedes Pokémon hier ist cool. Oh. Na sowas, ein Loserdin war also der Unruhestifter. Wer hätte gedacht, dass so ein kleines Pokémon so viel Wirbel machen kann? Plitsch, platsch. Oh, was ist denn nun schon wieder? Aus der Ferne höre ich plötzlich AFK. Noch ein noch lauteres Platschen. Was ist wohl diesmal der Grund dafür? Ein Mensch oder wieder ein Pokémon? Bitte, finde das doch für mich heraus. Okay. Wusch. Oh nein, das ist gemein. Jetzt können uns Leute auch angreifen, die einfach so da am Wegesrand stehen. Dicker Hintern, Annika fordert so. Dich heraus. Ja, da. Nein, eigentlich nicht. Oh, was ist die denn getroffen? Die stand am Rand des Wassers, in dem ich drin war. Am Rand der Verzweiflung. Oh nein. Am Rande des Wahnsinns. Am Rand der Erschöpfung. Datiri. Oh. Datiri im Wasser, nice. Ja, Trotzdem mal versuchen, die Kraftwelle Dingens. Ja, ist ja fulminante Flug, ne? Faustschläge. Ja, aber. Ja, komm. Oh, 120 Stärke. Naja, oh, immerhin. Agilität und setzt es schon als erstes ein, toll. Ach, Mann, warte nochmal kurz. Ja, kein Ding. Irgendwie hab ich's heute im Rücken. Reiskorn hüllt sich in Z-Kraft und setzt seine Z-Attacke ein. Wusch. Oh, es war sogar normal effektiv. Was war denn der zweite Typ? Ist es normal noch? Ja, der Tiri ist Normalflug. Ah, natürlich, dann. Eine Niederlage mehr, die ich zu schultern habe.
Ich raste hier echt aus, ey. Meine Schwester normal redet für ihre Begriffe, hörst du sie durchs ganze Haus in allen Etagen. Oh. Bei verschlossenen Türen. Ist echt so, komisch. So, X-Spezial. Hab ich gerade mal für Ruhe gesagt. Oh. Das ist jetzt keine Probleme mehr. sehr schön, Luigi. Oh je. Moment. Ein Taurus übers Wasser, sagst du? Ja, ach, wollen wir den auch gleich mitnehmen? Dann haben wir's. Angel weist dir den Weg. Wo hält er sich den? Zum Sieg über Pokémon, sondern auch zum Sieg über dich selbst. Ja, hält er überhaupt seine Angel in der Hand? Oder will er da reinstrollen? Oh, es ist doch die Angel. Jaden Smith. Hm. Guter Schauspieler. Quapsel. Reiskorn. Nein, das heißt Leiskollen. Leiskollen. Ach, machen wir nochmal hier. Kraftwelle. Fulminante Faustschläge. Oh, Bitch Slap. Oh, Bam. Snap. Bam. Aber krass, dass er mit seinen Armen so weit ausholen kann, Quapsel, ne? Ja. Müsstest du das nicht normalerweise mit seinem Schwanz Schweif machen? Das weiß ich nicht. Habe ich zumindest noch in der freien Wildbahn keine Kaulquappe machen sehen. Allerdings auch keinen Boxsack. Boom. Bam. Durchsiebt von fulminante Faustschläge. Oh. Es ist besiegt. Ein beeindruckender Kampf für die blaue Seite. Angler Jaden wurde besiegt. Mich selbst kann ich besiegen, aber gegen dich komme ich einfach nicht an. Was? Mich selbst kann ich besiegen? Was? Ich kämpfe gegen mich selber, wer wird der Gewinner sein? Mhm. So, ah, wo sind die ganzen Loser, die ihn hin? Ja, die sind ja hin und her geschwommen irgendwie. Also eins ist hier hinten. Da hinten, in dem ja, Stückchen. In dem... Mhm. Aber finde ich cool, die Idee zur Prüfung. Ja. Wildes Pokémon. Was ist es? Noch mehr Parasiten. Was wird es tun? Wingull. Oh, ganz originell. Flüchten bitte. Ja, auf jeden Fall. Haben wir eh keine Chance gegen. Ja, Flucht gescheitert. Ich hasse es, was wenn das passiert. Vor allem, warum? Wingull ruft um Hilfe. Leck mich. Niemand kam. Oh, wieso scheitert das denn? Es geht doch. So ist der Levelunterschied zu niedrig oder was? Oder wie? Normalerweise müsste der ausreichen für Bissbarken. Ja, Bissbarken. Bissmarken. Oh, oh! Ha! Topschutz! Nehmen? Ja, würde ich sagen. Oder gucken, ob irgendwas Schönes im Gras ist. Das überlassen wir Snoop Dogg. Na, Nein, für die Prüfung würde ich erstmal sagen, mach mal tatsächlich einen Schutz rein. Ja, Top-Schutz. Oder den. Oder ja, einen normalen Schutz habe ich ja auch noch. Schutz war auf... Ah, das vergesse ich immer. Hier. So. Du kannst den auch in die Mehrzwecktasche packen. Sehe ich gerade. Ah, gute Idee. Dann hast du so eine Tasche, wo nur Items drin sind, genau, die du häufiger benutzt. Ja. Dann Top-Schutz bei Herz. Auch. So, genau. Hm. Okay, reicht erstmal. Schon eine eingesetzt oder nur geschoben? Ich hab eingesetzt. Ah, okay. Oh nein, da ist sie ja schon wieder. Grauer Himmel. Schau mal darüber, siehst du das? Wie war gleich wieder dein Name? Ach ja, Hildegard. Ein wirklich schöner Name und der passt so gut zu dir. Ja, weil ich alles beschütze. Vor Team Skull. Dort drüben, siehst du das? Ein ziemlich heftiger Wasserwirbel. Also entweder ist das ein planschfreudiger Schwimmer oder aber ein starkes Pokémon. Oder wieder nur ein Loserdin, ne? Hm, übrigens, in der englischen Version macht sie andauernd zweideutige Anspielungen. Oh. Also da ist es kein planschfreudiger Schwimmer, sondern... Ein... anderweitig interessanter Schwimmer. Oh.